Hey Leute, hier sind wir wieder im Skype und zwar mit Hinton und mit Will, mein Star. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Queste kommt und er so. Oh. Okay, es kommt noch. Nein, mit der letzten Quest kriege ich den Datenschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es, es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht. Ist er nicht süß, der junge Dreamscape? Ist er nicht süß? Jeps. Ja. Guten Morgen. Immer sag ich aber nicht. Good morning. Ihr wisst schon, ja. Aber ich müsste. Good morning, Shakes and Fidget. Ja, sowas kann man sagen. Ja, oder wie nenne ich denn meine Stadt hier? Guten Morgen. Hillstown. Oh. Dünn. Hillstown ist dünn. Ja. Oh, die haben aber schon schöne Sachen hier. Schau mal an. Was haben die denn hier alles hier? Hier nicht. Wir müssen mal ein bisschen gucken. Gucken wir mal schnell durch. Ja, da ist er. Hallihallo. Guten Morgen, mein süßer Shakes. Mal schauen, ob ich den Jungen besiegen kann mit seinen ganzen Epics hier. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal hin. Okay. Da ging's. Das war nämlich hübsche Sachen, hat er gehabt. Schauen wir mal, ob nochmal sowas gibt. Da hier. Upp. Nein. Ah, super. Muss ich den. Okay, habe ich schon gemacht. Muss ich den so ein bisschen hier Dungeon-Gegner-mäßig bewegen? Also, wobei, ich glaube wirklich, es stimmt einfach, dass der gute Berserker wirklich scheiße ist im Endgame. Also, wenn es darum geht, die Position zu verteidigen, ist der einfach doof. Das ist einfach ein Dungeon-Spezialist. Jetzt sind die ganzen Stadtwache fertig. Pass mal auf. Terra. Ich glaube, das war schon. Und die viel Zeug gehabt. Haben die viel Zeug gehabt, ja. Meine Lotte. Schwierig zu besiegen, das Volk. Es ist wirklich so. Jetzt gehen die ganzen Stadtwachen zu Ende. Pass mal auf. Jetzt kommt nichts mehr Neues. Genau, schauen wir mal kurz. Immerhin plus 3. Ja, immerhin. Ja gut, dann schauen wir doch mal, ob hier jemand da ist. Schick. Oh, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob es hier vielleicht. Du. It's work. Work können wir uns mal merken. Der bringt jetzt nicht so viel. Wir sammeln für heute Nacht, wenn ich wieder ohne Shakes unterwegs bin hier. Woher wisst ihr, dass ihr zu viel LOL spielt, wenn ihr eure Hand auf quer legt auf der Tastatur? So schaut es nämlich aus. Obwohl ich gar nicht mit der Tastatur spiele. Ich spiele ja mit meinem Pad. Ja, was ist denn das jetzt hier? Na, hier gibt es nichts mehr. Ich kenne einfach die Leute, die gut sind. Gut. Böse Melone, das schaue ich mir jetzt mal an. Böse Melone. Bringt halt nichts. Das ist mir zu wenig.
Nee, also die Leute, die ich gerne lese, die lese ich gerade hier nicht, ja. So Leute wie Southbirds oder Bush, ja. Die sind nicht da. Okay, dann schauen wir mal, ob mein Kumpel da ist. Wie können wir das machen? Oh, wir haben den Raid gesehen. Das ist schon mal nicht schlecht, pass mal auf. Weil, den zeige ich mal. Bop, bop, bop. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Weil ich zeige euch mal den Gilden-Raid. Und guckt mal, was hier passiert. Ja, gut, dass wir Pausus dabei hatten, ne? Da jetzt einmal. Okay, das ist ein Fehler, der jetzt hier passiert. Schauen wir mal kurz. Auf jeden Fall war wirklich unser höchster Spieler schon dran. Ja. Wenn man es zu schnell abspielt, ist es ein Fehler. Und das war gestern. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Das spinnt halt das System leider. Ja. Man kann es leider so nicht machen, wie ich es gerade mache. Ah, okay. Ah, der war leichter. Okay, okay. Ich hab's schon gedacht. Der war echt leichter. Haben sich nicht alle gemeldet oder woran liegt's? Darks. Aber das ist ja cool. Das ist ja cool. Arena-Kämpfe. Hätte vielleicht erstmal über Festung reinschauen sollen. Wenn ich Pech hab, ja gut, aber. So ist das. Jetzt melden wir uns mal kurz hier bei Shakes. Schauen wir, da ist Post, Shakes, antworten. Genau, ups, antworten, ja. Lump, weil dann können wir nämlich gleich hier schön anfangen mit unseren Festungskampf, Partnerschaftskämpfen. Und dann, genau, ich wollte euch noch eins zeigen. Ich habe ein schönes Video gemacht, nein, das habe ich eben nicht gemacht. Das hat der Mario gemacht. Und zwar über unseren Serverstart, unser episches Wochenende, wo beide 200 geworden sind, als erstes auf dem Server. Und dann schreibt jemand Folgendes. Uffi hat folgenden Kommentar abgegeben. Hab nicht gewusst, dass du deine Videos so geil schneiden kannst. Überrascht mich immer wieder, wie der alte Mann noch jung ist. Nein! Okay, Buffy wahrscheinlich eher so, ja, statt Buffy. Habe ich jetzt auch tatsächlich in Discord, also der hat sich bei mir in Discord gemeldet, eine Freundschaftsanfrage gestellt. Das ist so genial. Weil ich habe ihm dann auch gleich gesagt, hey, echt, ich bin Video-Editor. Wenn ich wollte, könnte ich Hochglanz-Musikvideos schneiden, ja. Aber die Idee bei meinen Videos ist ja, komm, lass mal den armen Buffy in Ruhe. Nein, ich erzähle es weiter. Die Idee bei meinen Videos ist ja, während jetzt Mario zum Beispiel 10 plus Stunden dran gesessen ist, ein Video von 5 Minuten zu schneiden, ja, mache ich in 10 Stunden 10 mal eine Stunde Video. Also ab der 10 Stunden Videos von Dreamscape. Das ist der Unterschied da. Das ist die Idee, wenn ich Videos mache. Das heißt, ich zeichne es halt deswegen jetzt hier auch live auf und dann kommt es gleich hoch. Ich habe nicht mal das Intro davor geschnitten. Wenn ihr denkt, er setzt sich hin und fummelt das Intro. Nein, das ist live. Das ist wie, wenn ich streamen würde. Ich könnte es auch alles streamen und dann auch wieder hochladen. Mache ich aber nicht. Ja. Könnte ich aber. Warum mache ich es eigentlich nicht? Ich weiß nicht. Ich könnte auch praktisch tatsächlich diese täglichen Aufzeichnungen einfach streamen. Ich glaube, das mache ich ab morgen wieder. Egal, ich mein, seid, um die Zeit seid ihr nicht da, 9:30, oder? Da schlaft ihr halt, die Gamer. Oh, schreibt er nicht.
Aber ja, so ist es praktisch gewesen. Und er hat ja den Kommentar wieder gelöscht, weil er mich dann gecheckt hat, dass nämlich ganz jemand anders dieses Video geschnitten hat. Hat er mich loben wollen, den alten Mann. Ja, bisschen Altersdiskriminierung, ja. So, das verkaufe ich. Brauche ich nicht. Was soll ich behalten? Achso, ja genau, was ich jetzt noch mal mache. Nee, abgesehen davon mache ich mal schnell die Stadtwache weiter, ja. Eine Stunde. Alles mal eine Stunde verlängern, ja. Genau, dann gibt es noch eine schöne Geschichte, die ich gestern gemacht habe. Da habe ich mich hingesetzt auf meinen Hosenboden und habe, jetzt war eher eine Stunde Stadtwache, und habe hier, oh, da ist die Festung fertig. Rucksack voll wieder mal. Oh, ich habe was. Ich habe irgendwas bekommen. Kommt, hau mal einfach rein. Kostet ja nichts. Dann der Tier. Und der Tier. Okay, jetzt könnte ich praktisch das auch mal austauschen, weil ich einfach schon diese Waffe benutzt habe. Okay. Wäre sogar besser gewesen, ne? Ach komm, ist wurscht. Nehmen wir den rein und schmeißen das weg. Weil ich jetzt so einen Quatsch gemacht habe, also gesehen, das war ja Quatsch. Aber jetzt habe ich Gold. Das heißt. Ah, genau, jetzt kommt erstmal das. Meine Festung baut noch. Genau, wieder ein Geschick. Gut, dann tun wir den halt da wieder rein. So, seht ihr, passiert ja nichts. Genau, aber das ist nicht wichtiger an dem Char, weil der spielt ja, wenn ich den überhaupt fährt, weiterspiele, dann spiele ich den ohne Dungeons. Halt die Frage, ob ich das mache. Gut, genau, ja. Da sind wir halt hier auf W39, ja. Sind halt solche hier oben. Ja, gibt es auch schon 300er, vereinzelt. Ja, hübscher 305er hier. Vom Imperium. Und hier gibt es Sanctuary-Spieler und Imperium-Spieler. Und bei Gilde sind auch noch die oben. Und Sanctuary ist zweiter. Ja, genau. Ein spannender Server sozusagen für die Deutschen. Ja. Aber ich hätte das vielleicht als Zeichen nehmen sollen, weil das droht uns ja auf hier S41 auch, dass wir hier nur Zweiter werden mit der Gilde. Das heißt nur, ist auch schön, aber ja. Der Nachteil ist halt immer, wenn man Zweiter wird, dass es droht, dass im Prinzip die ganzen Top-Spieler bei der Top-Gilde sind. Ja, und dann hat sich das schon wieder erledigt mit dem spannenden Server. Und das Problem ist halt auch dieses Durchraiden. Wir spielen jetzt. Ich weiß gar nicht, wer es angefangen hat, ja. Aber es ist das dritte Wochenende, glaube ich. Oder es ist schon das vierte Wochenende. Ich weiß nicht, wann der Server gestartet. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Pass mal auf, das kann ich rausfinden. Und zwar. Genau, das seht ihr jetzt nicht. Gut. Wenn ich jetzt hier bei Videos hingehe. Welchem Char, sage ich schon mal. Falschen eingeloggt, Konto wechseln, blub, blub, blub. Auf Dreamscape spielt, dann müsste ich nämlich anhand der Videos, die ich hochgeladen habe, sehen, wann der Quatsch angefangen hat. Oh genau, total über mir und total verwirrt. Tag 4, genau. 6.4. Und jetzt, okay, na gut. Dann sind es praktisch jetzt ja, 20 Tage so. Ja genau, aber es sind ja über ein bisschen über 20 Tage. Ja, weil ja, vor 2 Tagen gab es aber das Zwangslevel ab. Genau, hier habe ich hier schon was vorbereitet. Schmeiße ich das hier rein. Wupp, hier. Lump. Was? Wo ist hier? Ach, der ist schon. Okay. Schmeißen wir den rein. Der war schon. Was kommt hier raus? Kampfmagier. 432. Das ist schon. Ne, 331. Das ist schon mal was. Schon mal was Besseres. Dann machen wir hier wieder Steingewinnung. Blub. Hier. Steinsockel hinzufügen. Wupp. Und peng. Ja, genau. Können wir natürlich ein bisschen übertreiben beim Epic-Event. Ich warte aber noch mit dem Leveln oder mit dem bisschen. Ich hoffe, dass Pilzaktion ist am Wochenende. Jetzt ist da draußen wieder so laut. Jetzt muss ich da wieder. Ja, da rumpelt jemand draußen rum. Frage ich nicht. Ach. Dann
Garten. Deinem Garten nicht. Aber irgendwo wird rumgerumpelt. Das Normale ist immer schön still. Man kann das einfach das Fenster mal auflassen. Aber die Leute fangen an rumzubasteln. So, jetzt mache ich mal ja, das auch schon mal. Ein paar Sachen sind ja zu erledigen. Ist ja auch die Idee, dass ich im Prinzip hier ein Video mache, wo ich lauter Sachen mache, die kostenlos sind. Bis jetzt hat es aber schon Pilze gekostet, weil ich doch hier den Begleiter neu ausgerüstet habe. Genau, das heißt, das ist ja auch schon kaputt, das Ding. Das Ding ist ja auch schon fertig. Wo waren das drin? Hier, genau. Gut, dann kann man es einfach noch zerlegen. Hupp. Ja, ist zumindest schon mal weg. Zumindest dafür hat schon mal getaugt. Ja, der ist eigentlich schön, ja. Ist eigentlich besser als das, was hier drin ist. Das könnte ich praktisch für morgen dann, aber da den 412er, den will ich ja behalten. Das ist das Problem. Warten wir nochmal ab, ob vielleicht noch Steine kommen. Hier wäre noch ein 306er, aber dann bringt ja auch der Wert nichts. Aber Epic sollte ich ja genug jetzt ziehen, um sie einfach knallhart wieder in die Toilette zu schmeißen. So ein bisschen die Idee. Heute Nacht gab es Arena Manager Action. Seht ihr auch, läuft schon ein bisschen hier das Ding. Und zwar waren einige Angebote. Ich habe es wieder erzwungen. Also ich habe das aufgehabt und das aufgehabt. Und dann kamen wieder drei Skips. Also ich habe die Toilette, das Tool nicht erzwungen. Aber ich bin halt jetzt schon im Quintillionenbereich, weil ich halt wieder einen Skip gehabt habe. Genau, das werde ich dann nachher wieder so machen. Also in 10,5 Stunden werde ich wieder alles beenden und wieder nur diese zwei Reiter offen haben, um dann wieder zu erzwingen, dass entweder Skips kommen oder endlich das letzte Tool für die Toilette. Genau, und dann sollten wir am Sonntag wirklich richtig gut dastehen beim Epic-Event. Ja, also es ist ja jetzt schon Epic-Event, aber brauchst halt noch nicht wirklich. Jetzt wird es halt hier langsam sauber. Was wir auch noch haben, ist das hier. Und wenn Pilzaktion ist, dann werde ich das abbrechen und werde eine 13 draus machen. Und dann kann es sein, dass ich ein paar Sachen überspringen werde wieder. Ja. Ihr Arbeiterquartier ist auch schön, aber ja, und irgendjemand hat ausgerechnet, dass ich praktisch noch gar nicht durchbasteln könnte auf Mine 15, weil ich noch gar nicht genug Ressourcen habe. Ja, schauen wir mal kurz, ob hier jemand da ist. Nee. Niemand da. Übrigens, bei so sieht man es auch ganz gut. Da hat jemand spät. Ja. Und was ich auch schön finde, dass man sofort die anderen. Du schuft! Du schuft! Genau. Oder dann aber noch hinterher. Genau. Ja. Hier ist einfach nicht da. Da sieht man auch dann gleich den Angriff hier. Bop, 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 genau. Um Spezi, aber der hat nicht genug. Ja. Southbirds ist gut zu finden. Ja. Schauen wir mal, was da wird. Gut, dann konzentrieren wir uns wieder auf das, was wir machen müssen. Also das habe ich dann gleich in der Früh gemacht. Und da habe ich jetzt praktisch heute Nacht, heute Freitagnacht, kann ich im Schattenfelsgebirge diesen Rupp die Katz finden und genau den brauche ich auch, damit ich hier weitermachen kann. Ne? Ja, wir können mal kurz gucken, ob der vielleicht geht hier mit dem Kerl, aber meiner Erfahrung nach sind die alle ziemlich übel. Ja, gesehen, aber nee, das bringt nichts. Und dann schauen wir mal kurz hier praktisch 48 gegen 34. Oh, ich habe den aber nicht gut füttern können. Ich habe das eine, gut, der könnte gehen. Aber den mache ich dann, wenn ich für den Futter bekomme. Und hier, genau, hier gehe ich jetzt auf Kokofö. Im Prinzip ist vorbei. Gulp schafft gar nichts. Gulp ist... Boah. Gulps. Ja. Ach ja, herrlich. Der hier. Ja, genau, da warte ich im Prinzip, dass ich den habe. Dann hier, Tintak. Ich verlasse auch hier mein schönes Okodil. Also den, vom Namen her auch schon. Der schaut auch so süß aus, so lustig. Ne, da bin ich dann auf Tintak, genau. Das ist praktisch das Neue. Und Pier wäre, glaube ich, oh, ich weiß nicht, irgendeiner von denen. Weiß es Gott gar nicht. Ne, hier ist Kokofö, genau. Und hier ist... Ich glaube sogar Kloptibob. Ich weiß aber nicht genau. Hier weiß ich, dass es Tivich ist. Ja? Da brauche ich noch. Also das heißt, Tink sehe ich noch ein bisschen länger. Und hier, genau, wechselt man von Zehnaug auf Hupdikatz. So hat es mir
So wurde es mir zugetragen, so wurde mir berichtet. Das scheint sinnvoll zu sein. Ich habe nämlich keine Ahnung und davon viel zu viel. So, dann sind wir hier praktisch durch mit dem Quatsch. Also das zeige ich euch gar nicht. Das ist zum Teil peinlich, wie das hier ausschaut. Aber hier habe ich Rupti-Katz schon, genau. Das ist schon mal gut. Rumpfti, Rumpfti, Oinkti, Rupti-Katz und... ja gut, das habe ich ja schon gefüttert. Hier auch. Und hier, na gut, da warten wir halt auf den. Und den habe ich, da muss ich halt auf Montag warten. Da habe ich halt praktisch versagt, den ja frühzeitig zu holen. Ich kann nochmal auf... Na gut, ich habe dann auf Gulbs gewechselt. Brauche ich jetzt gar nicht mehr, gell? Fütter ich den noch? Egal. Ich fütter mal Gulbs, bis der kommt, weil ich habe der auszusehen, hier habe ich es Fehler falsch gemacht, weil so ein Char, den ich halt praktisch alleine mir irgendwie hingebastelt habe, da habe ich gar nichts gewusst zu der Zeit. Genau, der hat schon und der hat auch schon, genau, also Krokodil könnte ja wohl gehen, ne? Ja. Gut. Habe ich aber nicht, also es ist schrecklich, nee. Wir warten auf Tintag und hoffen auf bessere Zeiten, also ist der schlecht, ja. Ist wirklich... 50 gegen 34, ja. Ich voll Lust drauf, dass der kommt. Aber dann kommt jetzt Rupti-Katz. So, also so geht's halt weiter in den Chars. Aber was aber viel interessanter ist, sind die Dungans. Passt mal auf. Das habe ich nämlich gestern auch wieder vergessen, im Video zu zeigen. Ja. Hier natürlich nicht. Aber zeigen kann es sich trotzdem hier. Ja. Hat schon viele auf, aber praktisch hat er nichts zu tun. Genau, warum sind die Dungans interessant? Das mache ich jetzt auch mal hier auf. Dungans, genau, weil man kann nämlich hier das Portal, glaube ich, zum ersten Mal habe ich hier echt was zu tun. Habt ihr gesehen? Hat schon wieder nicht vernünftig geklappt. Und hier auf S15, da habe ich mal wenigstens richtig was geschafft. Also ich bin auch oft sehr schlecht ausgerüstet auf diesen Server. Ne? Ich habe auch vorher jetzt beim Epic Event, schaut mal hin hier. Ja gut, der hat mal wieder was bekommen, weil dann bekommt man ja auch wieder Lebensenergie und wird wieder besser im Char. Ja, also deswegen mache ich die praktisch jetzt wirklich als einzige Dungeons bei den No-Dungeon-Chars. Weil den kann man ja auch nicht auf einmal zeigen. Ne? Genau, hier bin ich schon durch damit. Jetzt mal schauen, dass ich die Akademie abfarme. Mag ich nicht, wenn das übrig bleibt. Genau, dann geht's hier weiter. 21 Soldaten, mal schnell schauen, ob's hier eine Nachricht bekomme. Nee, er ist einfach nicht da. Er ist einfach nicht da. Gut, dann muss ich halt jetzt irgendwie einen von den Guten angreifen. Nehmen wir mal den hier. Lupf. Peng. Lupfding. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn Soldaten rumstehen. Gibt nichts Schlimmeres. Deswegen. Na gut, ich riskiere aber, dass er vielleicht noch kommt, der gute Bub. Wenn wir Gegner wechseln. Ja, das bringt mir auch nichts. Ja, hier. Kostet mich zu viele Soldaten, der Kerl. Genau, also, ja, das ist das mit der Festung hier. Und eben mir wurde berichtet, dass ich hier viel zu wenig habe, was ich nicht gut finde. Der wird gebaut. Oh, schickt mir der Thomas ein Bild auf Telegram. Weiß nicht, ob er Telegram kennt. Telegram ist, schauen wir mal kurz, was er mir jetzt schickt. Ich will vorlesen, was da steht. Das werdet ihr aber nicht gut finden, wenn ich euch das vorlese. Ja, weil die werden gerade richtig schlecht gemacht, die Leute, ja? Die Impfgegner, ja? Die werden gerade als verrückt dargestellt, ja? Dann redet aber mal, wenn ihr tatsächlich euch eine zweite Meinung einholen wollt von der Medienwelt, nee, holt euch mal die Meinung von Heilpraktikern ein, die über Impfungen denken, ja? Alle verrückte Menschen, also alle Heilpraktiker sind verrückt, ja? Ja. Alles Verschwörungstheoretiker. Also sie sollen ja wirklich als die irre Welt der Impfgegner, habe ich glaube ich letztens als Überschrift gelesen, weil, was passiert jetzt? Jetzt kommen sie halt mit dem Zeug an, ja? Einem Virus, wo mittlerweile schon feststeht, dass wenn man geheilt ist und den nicht mehr hat, dass man ihn wiederbekommt. Man hat ihn dann wieder in sich, ja? Und dann bringt halt Quarantäne so viel. Oh, herrlich, wir werden so verarscht, Leute. Wir werden so verarscht. So, oh. Ja, und dann gibt es auch schon die Meinung, oh, vielleicht mutiert der jetzt. Und
Und dann bringt der Impfstoff gar nichts. Ja, ist so, ja. Ist halt so, ja. Und abgesehen davon, dass selbst wenn der Impfstoff, also das war jetzt die Idee, wenn der Impfstoff praktisch wirklich was helfen würde, ja. Aber, ja, da habe ich andere Informationen. Mhm. Aber da müsst ihr euch selbst mit beschäftigen, ja. Es ist nur die Frage, ob es sinnvoll ist, euch irgendwas injizieren zu lassen, wo ihr nicht wisst, was das eigentlich ist. Ihr wisst es halt nicht, ja. Das ist witzig, ja. Macht ihr dann freiwillig, ja. Lässt euch irgendwas reinspritzen und sagt, oh, wird schon gut sein. Ja. Hat mir der Arzt gesagt, ja. Alles freiwillig. Aber gut, so viel dazu. Habe ich halt gerade bekommen, war nicht vor. Ja, so zwischendurch. Dann können wir den mal kurz. Den Kerl mal einfach angreifen. Ups. Mein lieber Shakes. Kann ich Gegnerwechsel nicht. Aber vielleicht kommt der Shakes ja nochmal oder es kommt nochmal ein schöner Gegner, ja. Das ist praktisch, deswegen schaut man da einfach nochmal. Ja. Ups. Nein. Nein. Habt ihr es gesehen? Motorischer Aussetzer. Alter Schwede. Shakes, es tut mir leid. Ja. So kann man seine Angriffe auch verballern. Also wirklich aufpassen. Ja. Mir hat ja bei jemandem mal gesagt, dass die Logitech-Mäuse dafür bekannt sind, dass sie Doppelklicks machen, ja. Dann müsste man halt praktisch, um auf Nummer sicher zu gehen, das machen. Ich glaube, aber jetzt mache ich das auch. Ich glaube, es ist mir schon mal in einem Video passiert. Ja, ist jetzt nicht so viel, so schlimm, wir haben schon einige Angriffe. Aber schön ist es auch nicht. Ja. Wäre jetzt fair gewesen, wenn jetzt wieder einer käme. Und dann kann man hier praktisch hier abwarten, praktisch, ob die Kämpfe wieder reinkommen. Ja. Einige schaffen die ja, die Leute heute bei uns. Hier kann man es natürlich auch gucken, immer wieder aktualisieren. Na gut, dann kann ich den jetzt hier rauslassen. Bum, 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 bum. Oh. 6 Angriffe, hat der nicht mal 7. Einen habe ich ja jetzt selbst kaputt gemacht. So gemein. Ist so gemein. Aber wichtigste Sache. Ja, passiert mir manchmal hier im Video. Upp. Genau. Immer Soldaten ausbilden. Ja. Ach, hätte ich nicht gedacht, dass ich nochmal Soldaten ausbilde. Entspricht nicht wirklich meiner Einstellung. Genau. 271 bin ich hier. Die Akademie hat mich auch schon ein bisschen gelevelt. Und ist gestern auch passiert. Ich habe das Spiel. Wie hab ich das denn gemacht? Auf jeden Fall war ich auf einmal 271, habe nicht gewusst, woher es kam. Ich habe echt gedacht, wo ist denn das passiert? Ja. Fertig, was war denn jetzt fertig hier? Kann mir das mal jemand sagen? Hab ich auch gesehen im Reiter, da war fertig. Genau, hier sammle ich schön. Oh gut, jetzt könnte ich Helden anlocken. Mal auf, ich finde den wieder. Der Unterwelt. Razza. Hier. Und hier rein? Nein. So aber. Genau, und dann kann man ihn hier. Blup. Und jetzt kriegt man den immer. Das mag schon sein, dass es da bessere Sachen gibt. Vor allem habe ich ein Problem, weil. Also. Ja, ich krieg leider nicht besonders viel für den. Für meine Angriffe. Und da bin ich, glaube ich, noch ein bisschen falsch gemodelt. Ja. Durch. Weil hier steht ja, ich könnte pro Held maximal 1961 pro Held. Und Stufe 57. Egal, das nicht. Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß einfach nicht, woran es liegt da. Ich weiß, Mario liegt ja auch irgendwo in der Ehrenhalle rum, ohne Equip, aber ja, könnte ich mal wieder probieren, aber ich level auch meinen Teil hier gerade nicht, weil ich Seelen sammle hier für 11 und so. Ich check die Unterwelt noch nicht wirklich, ja, ich muss mal mit jemandem reden, der sich da auskennt. Ja. Ich habe letztens mal, jetzt habe ich ein El Crunchy Video gesehen und der hat gesagt, für ihn ist die Unterwelt, geht's bloß um die Crit Chance hier, beim Gladiator Trainer.
Aber natürlich, ich meine, letztendlich braucht man Seelen, um da hinzukommen. Insofern, ja. Aber das dauert jetzt noch ein bisschen, oder? So ein Langzeitprojekt. Und das muss natürlich auch auf 10, aber es kostet natürlich auch schon so wieder wahnsinnig viel, ja. Bei denen, da müssen wir auch leveln. Ja, schau mal, was das kostet an Seelen, wie lange das dauert. Verrückt, verrückt. Ja. Na gut, und in der Ehrenhalle bin ich bei der Unterwelt richtig schlecht. 63. Da checkt der Acclimator halt eher, ja. Der checkt das Spiel sowieso eher. Ja, aber dafür hier habe ich nicht alles verkehrt gemacht, das ist schon mal ganz nett. Ja, hier, in meinem schönen Tool, Arena-Tool. So, wir sind mal weiter konzentrieren, wir müssen natürlich auch hier weiter angreifen. Gegenangriff. Umschalten auf normal. Genau, und ich mache es jetzt wirklich so, weil es ja ähnlich. Bähnlich ist es. Ja, auch nicht. Upp. Bähnlich. Oh ja. Krieg schon einiges von dem Kerl. Könnte aber viel mehr sein. Hier sind wir falsch. Hier sind wir. Gegen angreifen und lup. So. Noch ein paar Angriffe und dann sind wir so weiter. Ich versuche es jetzt ein bisschen langsamer zu machen, weil ich wirklich Schiss habe, dass ich nochmal hier einen Angriff verseppele. Ähnlich. Oh, aber gut. Und? Aber Gegner wechseln? Nein, kommt auch wieder kein schöner. Hier auf die andere Town. Die Frage, ob es hier schöner ist. Die schöner oder die schöner? Die Frage, da. Gut, ist die Festung. Ist die Stadt. Ja. Da wäre ja schon alles gewesen. Also, die haben ja auch schon hier. Hier, Stadtwache. Kann man auch bestimmt nicht so leicht angreifen. Also, warum muss ich das eigentlich bauen hier? Naja, ihr wisst Bescheid. Ach, genau. Arena habe ich auch schon gemacht. Genau. So Sachen mache ich halt relativ früh. Dann, ja, das haben wir auch schon gemacht. Dann kommen wir eigentlich schon zu den Sachen, wo ich mich eigentlich drücken wollte. Ich muss doch irgendwann im Turm weiterkommen. Ja. Man könnte auch anfangen, da weiß ich auch nicht, ab wann es sinnvoll ist. Hier praktisch Attribute verbessern, könnte man auch langsam, ja. Ich weiß es nicht. Gut, wir probieren einfach mal ein bisschen was. Hier, Turmetage, ich komme. Mal schauen, ob das Bärsche heute besser geht. Aber schaut mal hin. Er ist genauso gelangweilt von unseren Angriffen wie gestern. Und danach kommt auch wieder ein Stärkegegner. Und danach kommt auch wieder ein Stärkegegner. Und danach kommt auch wieder ein Stärkegegner. Also es kommen jetzt einfach ein paar Stärkegegner. Ich werde jetzt nicht auf... Also im Prinzip muss die Kunigunde einfach gut ausgerüstet sein. Und ich glaube, die ist so ein bisschen... Die ist ein bisschen dünne. Schauen wir mal. Also, ich bin halt ein Level besser jetzt. Skill habe ich nicht, weil ich mein Gold sammle fürs Epic-Event. Obwohl, wie so viel Gold brauche ich auch wieder nicht. Aber ein bisschen halt. Ja, das... Schaut hin, der geht einfach nicht. Frustrierend. Frustrierend. Ich will doch nur mehr Gold haben durch meine Quests. Aber ja, und ich kriege auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich immer diese Motorwaffe höre. Wir könnten natürlich uns auch eine neue Waffe holen, ja. Aber was ich im Moment nicht habe, sind das ist zum Beispiel die Frage, das mache ich heute noch nicht. Ich kann nämlich 5 Sachen tragen, wollte ich gerade sagen, die mir eine Aura plus 5 geben. Also, meine hat eine bessere Spanne, aber
Ich glaube, ich bin aus dem Bertram-Geschäft jetzt langsam raus, ja. Machen wir es einfach so. Der Bertram mal eine bessere Waffe. Machen wir Steingewinnung. Lupf. Tun wir die hier rein und packen das hier rein. Ja. Immer raus aus dem alle Attribute Wahnsinn, weil das bringt halt gegen Giga gar nichts. Ja. Also hier. Weiß ich nicht, ob Bertram jetzt so viel ausmacht. So viel besser ist. Aber zumindest hat er jetzt eine einigermaßen aktuelle Waffe. Ja. Ich hab's gesagt und hab's gemacht. Aber tatsächlich macht es nicht, was ich jetzt gemacht habe. Also wenn ihr Epics haben wollt, müsst ihr euch rein theoretisch erstmal diese 5er Sachen suchen. Also plus 5 Attribute. Und aber es schauen wir hin. Also es hilft nicht viel. Hat nicht viel geholfen. Geht einfach nicht. Geht nicht. Das ist gemein. Gut, der geht auch nicht und die anderen auch nicht. Hier könnte man noch gucken, was hier passiert. Ah ja, genau, der müsste eigentlich gehen, weil der nämlich ein Int-Gegner ist. Pass mal auf. Da müsste eigentlich mein Char eigentlich was hinbekommen. Oh, schau mal. Machen wir gar keinen. Verliert er gar kein Leben. Pass mal auf, ich schaue jetzt mal so einen an. Das war jetzt nicht. Auch nicht. Auch nicht? Auch nicht? Oder hat es nur so ausgeschaut? War es ein grafischer Fehler? Machen wir es mal. Oh! Okay. Ich könnte jetzt sagen, das wollte ich nicht, aber ich wollte es doch. Schauen wir mal kurz hier, wie es hier weitergeht. Genau, hier geht's weiter. Angriff und so. Ich da einfach. Ich mache es jetzt doch wieder so. Ja, mit Selbstvertrauen hier im Postfach agieren. Genau. Hopp. Limpfi. Mal schon. Ja. Hopp. Hopp. Greifen. Au. Genau. Den muss ich quasi mitnehmen, weil er einfach so viel bringt. Mal wieder hier nichts. Und geht hier weiter. Bum, bum, bum. Hier. Drei hier. Da kann ich wieder einmal gegen Gegner wechseln. Ah, kommt wieder nichts Gescheites. Man könnte auch von unten. Dann ist automatisch immer der richtige nächste Angriff da. Weiß noch nicht, wie es ist, wenn ich dann auch gerade angegriffen werde. Manchmal machen wir das parallel. Deswegen mache ich es jetzt gerade so. Ah, wieder nichts. Wieder nichts. Genau, und jetzt schaut's, deswegen muss man sich, bevor man das macht, auch anschauen, was für Angriffe man hat. Ob man da vielleicht einen braucht davon, ja. Aber ich habe noch den ganzen Tag Zeit, ein bisschen Angriffe zu sammeln, die schön sind. Wie viele Soldaten habe ich jetzt gerade noch? 2 und schön ausbilden, genau. Dann haben die was zu tun und es dauert auch ein bisschen, bis die fertig sind. Es dauert immer, also insgesamt dauert es 3,5 Stunden, so circa, bis es fertig ist. Wenn gar kein Soldat da ist. Genau, bei dem Raid machen wir wieder mit. Blips, genau, das habe ich auch schon gemacht. Gleich in der Früh. Dann, gut, jetzt haben wir hier eine Waffe bekommen. Eine Geschickwaffe. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. 710, na gut, die ist auch noch ganz gut gewesen. 887, 827. War rechts raus auch besser. Aber 11 Eisschaden, hier 6. Okay. Steingewinnung. Cool. Kann mir auch mal jemand sagen, oh, da muss ich einen Sockel hinzufügen. Kann mir auch mal jemand sagen, ob das praktisch schick ist. Ja? Weiß ich nicht. Diese Eisschaden plus. Ich rechne mal einfach dazu, dass ich jetzt einfach auf der Waffe nochmal 11% mehr Schaden mache. Das ist einfach meine Theorie. Ja? Aber im Diablo 3 müsste ich jetzt auch gucken, ob ich überhaupt eine Rune drin habe, die auch Eisschaden macht. Ja? Das ist so meine Denke. Also, ich bin da ein bisschen verwirrt durch die Informationen aus einem anderen Spiel sozusagen. So, gut, dann haben wir den zumindest mal geschafft. Was käme denn jetzt als nächstes her? Widerstärke. So, auf mit 324. Ist das dann so ein bisschen dem Turmgegner entsprechend? Im nächsten. Gucken wir mal. Dann sehen wir schon. Ja,
okay, der geht nicht gut. Wir könnten uns im Wirbelsturm ein bisschen austoben. Vielleicht geht jetzt der besser, weil die Kunigunde besser ist. Nein? Ja? Nein, ja? Nein, der geht einfach nicht. Der geht einfach nicht. Das ist doch doof. Und die Pilze gehen raus aus dem Account. Früher, als man noch so mit Maus da hat das nicht so lange, also da war das länger gehalten. Hier kann ich mir praktisch Epics holen. Ich greife mal einen an. Für die Toilette. Oder ist das jetzt auch schon 242? Ah, verstehe. Ist auch schon schwierig geworden. Oh, da war ein schöner dabei. Was hat der hier? Geschick. Ein Geschick mit Fettausdauer. Praktisch schwere Gegner. Oh. Ich hab auch gedacht, dass das schneller geht. Dass es besser gehen wird. Leute, mein Char ist kaputt. Hilfe. Okay. Ja gut, dann... Einfach nur, dass ich noch was geschafft habe hier. Mach ich ein bisschen Wirbelsturm. So. Genau. Einfach ein bisschen Wirbelsturm. Ja. Der bringt halt Gold. Ja. Das darf ich praktisch nicht zerlegen, weil es einfach so viel Gold bringt. Genau. Und auch nicht besonders viel EP, aber da kann man sich sozusagen ein bisschen austoben hier. Einfach ein bisschen. Ja. Da geht doch was. Da gibt es sogar ein Ding, sogar in den Kessel. Ja, auch. Upp. Schön Gold. Ja. Gut, das Ding kann ich dann irgendwie zerlegen. Aber ja, beim Questen muss ich gucken, dass ich ein paar Sachen finde, die ich zerlegen kann. Andererseits kann ich auch dann irgendwann das ja machen, aber ich werde morgen als Epic Event auch noch nicht spielen. Ja. Ich habe auch zu wenig Sachen plus eins dabei. Ich habe, glaube ich, genau eins. Da habe ich jetzt gar keins mehr dabei. Lebensenergie, drei, Erfahrungsmodus. Die Qualität von Gegenständen plus eins, genau. Da kann man bis zu fünf reintun. Macht halt schon Sinn beim Epic Event oder sich da bessere Sachen zu holen. Ja. Ach, könnte mir auch Gold noch ein bisschen Gold holen. Das ist so leicht noch. Ja, sieht da so. Wird auch frustlos bekommen. Und Gold bringt's halt ohne Ende, ne? Komm, mach mal ein bisschen Wirbelsturm. Muss mich jetzt ein bisschen abreagieren, ja. Okay. Glaube ich voll. Na, schauen wir mal kurz. Ja, müssen wir alle verkaufen. Was so viel Gold bringt. Halbe Million und so. Das schaut schon wieder ganz gut aus auf dem Char. Ja, die habe ich ein bisschen aufgespart, aber jetzt mache ich praktisch wirklich zumindest ein Level damit. Habe ich jetzt Lust drauf. Da. Das wollte ich jetzt praktisch auch machen. Ui, Shopman. 1 Million. Hübsch. Ja. Genau. Das ist praktisch gut. Man hätte jetzt auch drauf schauen können, welche Runen da rauskommen. Ja, hätte ich hier nicht so viel blättern müssen. Aber, ja. Wo bin ich? Ich bin schon... Also, schauen wir uns mal wieder dieses Tool an. Ich zeig's euch mal kurz den Runenbonus. Wahnsinn. Genau, hier. Seht ihr, und ich bin eben im Quintillionenbereich. Und im Quintillionenbereich, markier's mal so, bekomme ich schon Waffen irgendwie mit 12%. Dann hier Epic-Chance 10%, ist jetzt nicht wichtig beim Epic-Event. Goldbonus 10%. Sehr schön, weil dann kann ich im Prinzip schon auf 30% Gold besten. Aber hier kriege ich schon 11% und das schaffe ich wahrscheinlich sogar beim Epic-Event. Dann hier, das ist nicht so wichtig, Total Resistance und was halt schade ist, XP bekomme ich erst im Septillionenbereich und das werde ich nicht schaffen. Das schaffe ich nicht bis zum Ende, bis zu Sonntag. Ja, vor allem ist es im mittleren Bereich hier, aber das ist praktisch die nächste Ziel, weil dann hat man ein Teil weniger für
dass man für Erfahrung verschwendet, in Anführungsstrichen, und kann dann Gold ausrüsten. Ne? Und wenn man hier schon so viel Gold bekommt, jetzt sollte man das hier erreichen, ja? Dann kann man eben 4 Teile schon hier tragen und ist schon nahezu am Optimum. Ja, genau, dann hat man 26, gut, dann ist man, dann hat man es schon geschafft, weil man ja, genau, bei 52% ist man dann schon mit 4 Teilen. Also ist das praktisch der Break-Even, wo man durch den Arena-Manager komplett den Arena-Manager schon ausnutzt, also die Runen schon spielt. Ich habe mich jetzt verrechnet, aber ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass 26 mal 2 52 ist. Ich glaube es schon, ehrlich gesagt. Genau, jetzt könnte ich hier wieder hier ein Level. Na? Kommen Sie ran, junger Mann. Natürlich könnte ich auch anfangen, hier so ein bisschen zu skillen, dann sind die auch besser. Also wenn ich in meinem Hauptchar jetzt skille, dann fangen die auch an, besser zu werden. Also ich bin auch ein bisschen unterskillt. Ich glaube, ich habe zu viel gekauft. Gut, das kann ich auch nochmal verkaufen, ja. Aber das sage ich mal so zur Not behalten, weil wenn wirklich irgendwas passiert mit Epics und ich vielleicht wirklich sage, ja komm, 199 ist ja besser als irgendwas mit 303 oder irgend sowas, dann hätte ich jetzt den nehmen können. Aber es kommen halt so viel Stärke Gegner, also praktisch, hier sind wir ja, immer im Turm haben wir noch hier was zu erledigen. Habe ich schon wieder ein Level drauf? Der will immer noch nicht. Ich gedacht, da geht jetzt was. Aber der ist echt schwierig. Der war knapp. War einer mal ein bisschen knapper. Weiß nicht, ob es dann besser ist, wenn ich jetzt praktisch wirklich... Aber ich muss auch natürlich mal überblicken, welche Chars von mir so ein bisschen, wo ein bisschen was reingehört. Also Begleiter umrüsten. Aber das mache ich wirklich, wenn ich hier ein Attribut besser dabei habe. Also versuche ich es halt auch so ein bisschen grenzwertig so zu machen. Kostet ein paar Pilze. Also ich könnte natürlich auch sagen, ich mache jetzt ein Epic-Event, aber da ich jetzt nur noch die Gegenstände drin habe, mit denen ich queste, vielleicht mache ich es morgen. Aber heute möchte ich noch mit den Gegenständen questen. Mir das auch noch rauszusuchen, weil gut, können wir mal was... Nee, können wir nicht. Will ich gar nicht. Ja. Will ich ja gar nicht. Ja. Das nehme ich, solche Sachen nehme ich noch, obwohl das auch ein bisschen Goldverschwendung ist. Aber hinten raus habe ich da wieder mehr. Dann noch ist es praktisch Goldverschwendung. Ach, jetzt wird ja auch noch gestaubsaugt. Jetzt muss ich auch noch hier die Tür zumachen. Dann ist doch alles nicht normal. So, wir können auch wieder mit der normalen Stimme reden, ja? Weil oft rede ich mit der Stimme, weil ich es lustig finde. Ich finde es einfach witzig. Aber jetzt reden wir mal normal. Und oh, vielleicht habe ich hier noch, ein paar Kämpfe an. Ich glaube, der hat... Oh, nee, da sind sogar noch welche. Da muss ich nochmal angreifen, ja. Die, wenn ich jetzt verseppelt hätte. So viel Turmetagen, dass es nach unten gerutscht wäre. Oh, nein. Da hätte ich mir was anhören dürfen von meinem Festungspartner. Vorteil ist, ich kann hier einmal... nichts gebracht. Den habe ich ja schon und der kommt als nächstes. Southbird ist auch dabei. Ja, speichern wir auch gleich ab. Und dann... Ist ja auch noch einer. Ja, können wir auch noch machen. Bin ich durch mit meinen Soldaten? Bin ich durch mit meinen Soldaten und dann speichern wir uns den hier ab. Und den hier ab. Ne, den nicht. Den hier. Und den hier. Und Love's Birds. Und dann schauen wir nach oben. Weil da irgendwas schief gegangen ist, nämlich der zum Beispiel. Lumpf. Habe ich hier 3 drin genommen. Zwerg, Housebirds, alles gut, genau. Ja, wieder eine Arena-Niederlage hier. Was soll das? Gemein. Will nicht verlieren. Genau, ja. Den habe ich doch gar nicht. Was im Festungskampf? Schattenwelt.
Den habe ich praktisch, ja genau, habe ich relativ viel bekommen von dem. Also da werden auch jetzt einige nachholen logischerweise, also aufholen. Wenn du jetzt mit Epics ausrüstest, dann kannst du auch wieder schön irgendwie schönes Level machen. Hier zum Beispiel Zoru zum Beispiel hat jetzt nachgezogen, ist auch 272. Ja. Also das sieht man jetzt. Durch das Epic-Event wird einiges gehen. Wird man einige Gegner schlagen können und dann ist auch praktisch das so ein bisschen vorbei. Ich bin mal gespannt, ob Acclimator hier auf dem Server weiter oben sein wird. Ich nehme es mal stark an. Ein paar Tage hat er schon mehr gelevelt. Lebensenergie. Ja, genau, er hat im Prinzip viel Lebensenergie drin. Qualität von Gegenständen. Gut. Aber noch ist er auch nicht aktuell ausgerüstet. Der gute Acclimator. Ja, auch glaube ich, gar keine ganz neue Waffe drin. Ja, eigentlich auch nicht. Er hat eine neue Waffe, ja, hat er gesehen. Ja, tatsächlich. Diese +1-Dinger. Aber ich spekuliere ja drauf, dass ich hier +2 bekomme. Aber da werde ich praktisch noch einmal den Arena-Manager durchlaufen müssen. Und dann dauert es auch ganz ewig, bis man hier +3 bekommt. Und das ist auch praktisch so erstmal das Maximum, was man kriegen kann, scheinbar. Ja, wie lange sind wir? Ah, schon wieder 51 Minuten. Aber habe ich doch nichts gemacht. Ich habe doch nichts geschafft. Ein bisschen was haben wir geschafft, ja. Aber nicht das, was wir wollten. Ja, zum Beispiel der wäre schön, wenn der jetzt fallen würde hier. Ja. Aber der... Ja. Da bräuchte ich schon so einen Lotto-Gewinnversuch. Dass der geht, der Kerl. Ja. Also, völliger Blödsinn. Da brauche ich noch andere Werte, ja. Der dauert noch ein bisschen, ja. Oder man ist halt Mario und sagt, wer ist das? 30.000 Versuche wert. Dann könnte es sein, dass es geht, ja. Aber dann müsste ich auch anders ausgerüstet sein. Da bräuchte ich halt wieder eine Waffe mit höherer Spanne. Weiß ich es immer nie. Mit höherer Spanne. Ja. 800 ist nicht schlecht, aber man kann schon was Besseres finden. Und da würde ich mir auch wieder eine Stärkewaffe holen. Ja, ansonsten... Ja, richtig top ausgerüstet bin ich auch nicht. Also da geht auch noch mal ein bisschen mehr. Ja. Seht ihr schon, 335. Könnte ja alles 335 sein. Oder wie hier halt 336 alles. Könnte aber natürlich eben mit dem Trick, um sie nochmal jetzt wieder zu holen, mit dem Gegenstand Qualität +1, könnte ich mir da schon einiges mehr holen. Oh, Stadtwache fertig. Wir müssen auch noch kurz ausrechnen, um wie viel Uhr meine Soldaten fertig sind. Aber eine Stunde. Und wenn die fertig sind, dann kann ich wieder hier einen Deal machen. Ups, das war schnell. Also, genau, 3,5 Stunden im Prinzip. Ganz genau. Jetzt ist 10.09 Uhr, dann machen wir einfach 13.30 Uhr. Das ist, können auch 13.40 Uhr machen, aber ich mach genau 13.30 Uhr, das passt ja auch eigentlich, gell? Genau. Und dann schreiben wir dem Kerl, die Zeiten können wir uns irgendwie merken. Upp, antworten. Upp. 13.30 Uhr. Ich muss ja immer ein bisschen über die, ums Mikro rumschauen. Oh, das ist ein bisschen ungewohnt. Ich stelle es dann auch oft weiter weg und rede dann weiterhin im Teamspeak oder wir machen ja auf Discord und dann hören die Leute mich wieder nicht, weil es so leise ist. Genau. So, jetzt sind wir eigentlich durch mit allem. Hab ich irgendwas vergessen? Nein, sind wir nicht. Sind wir nicht. Jetzt kommen ja die schönen Sachen, nämlich zum Beispiel das hier. Oh, Würfel. Aber das mache ich jetzt nur einmal und dann mache ich es... Versuche ich es kostenlos öfter. Oh, schöne Sache. Holz! Ja! 112.000, ist schön. Komm, machen wir nochmal, weil es gut läuft. Bis wir verlieren. Oh, Seelen! Was soll ich nehmen? Seelen oder Steine? Nehmen Seelen. Seelen. Na. Ich bin wieder also gierig gewesen. Dann lassen wir das mal durch. Aber das Glücksrad können wir machen. Schauen wir mal. Upp. Warum? Gold. Schön. Gold. Oh, Seelen. Gold. Irgendwas. Bitte. Holz. Wieder was. Warum? Ah, sehr schön. Seelen finde ich gut. Nochmal.
Ich dachte gerade, es geht. Dass man es ganz schnell macht, dass man da stehen bleibt. Das wäre krass. Holz. Seelen! Das ist ziemlich schlecht. Steine sind auch gut. Seelen! Steine, Seelen. Nein, okay. Ja, Früchte sind auch gut. Oh, sind wir durch. Aber das ist aber ganz gut gelaufen, finde ich. Und so, glaube ich, macht es auch Sinn, das zu zeigen. Dann schauen wir uns erstmal an, was wir hier bekommen haben. In Kessel. Okay, das ist aber relativ viel wert, ja. Ist nicht so viel wert. Gut, 188.000. Aber ich muss ja mal was zerstören. Sachen zerlegen. Und das mache ich jetzt auch. War schon relativ viel wert. Ich hätte ich opfern können im Kessel, aber ich brauche auch Sachen, weil ich ganz gar nicht so viel Gegenstände nehme. Und dann muss ich immer schauen, dass ich halt auch hier genug zerlegt habe schon. Jetzt steht das hier wieder nicht. Wo steht denn das nicht? Also das steht erst, wenn man Maus übermacht. 2 von 5, genau. Also ich muss 3 noch und dann bin ich wieder durch. Weil das, da möchte ich schon praktisch das immer machen, damit das hier mehr wird. Damit ich auch irgendwann sagen kann, ich kann Attribut Gegenstände verbessern, ja. Weil das ist schon teuer. Ich habe es einmal gemacht, einfach um es mal zu machen. Man kann es auch mal auf einem anderen Server zeigen. Genau, aber eigentlich... Und das habe ich jetzt gemacht. Und auch. Gildenportal. Habe ich auch gemacht. Habe ich auch gemacht. Hier, den habe ich ja noch nicht. Kann ich schön füttern mit 3 Mal. Bleibt sogar noch was übrig. Nach 0 Uhr und dann. Ne, alles gut. Epic Event gibt es hier gerade nicht auf dem Char. Ach ja, Leute. Das ist so lustig. Ein bisschen grenzwertig, dass ich das morgens immer mache, aber ich werde wirklich, ab morgen werde ich das streamen. Einfach gnadenlos, wenn ich hier Videos mache, werde ich es immer streamen. Seid ihr halt spontan dabei. Weil es eigentlich keinen Unterschied macht, ja. So habe ich einfach eine falsche Denke gehabt. Ja, kann ich jetzt die Zeit auch nicht zurückdrehen, aber irgendwer wird schon dabei sein und zugucken. Ja. Das ist halt nie zu einer Uhrzeit, wo ihr wisst, dass es ist, weil ich meistens jetzt ist es halt 21:45. Da habe ich halt früher angefangen damit. Bin noch nicht ganz wach, noch nicht ganz fit, ja, aber alles für den Char sozusagen, ja, dass man hier alles macht. Ja, den kann ich auch noch zerlegen, weil ich den einfach nicht benutzen werde. Ja. 102. Ein paar Steine könnten hier rausfliegen. Komm, gehen wir uns mal. Oh, Schlüssel. Spannend. Oh. Einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Halt, bevor ich das mache. Jede Minute. Oh, es kostet halt auch schon so viel. 41.000 und 13.000. Wenn man viel Steine sucht. Ja, dann wird es auch schwierig hier mit dem Zuwachs. Aber egal. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir da bekommen haben. Ja. Oh, was Neues. Was Neues. Oh, 332. Stärke. Habt ihr es gesehen? Der erste war wieder einfach. Der erste war wieder einfach. Und dann, gut, ein guter war danach auch noch dabei. Ja, bist du denn... Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Hat er gesagt, der Franz. Ja! Genau, habe ich doch noch einen schönen Abschluss gehabt. Da kommt jetzt Qualität von Gegenständen plus 2. Das ist quasi richtig schick. 283, das ist praktisch auch schon aktuell. Das hier... Kann es mal hier reinpacken. Weil dann kann ich mir das geben und anlegen. Das ist ziemlich gut, ja. So schlimm ist es auch nicht, weil die kämpft ja sowieso gegen Kundis. Machen wir es so. Ups, das war genau so. Und dann machen wir hier Steingewinnung. Flumpfi. Und dann Bockel hinzufügen. Flumpf. Und dann hier. Böp. Genau. Weil, jetzt ist das praktisch der Trick. Jetzt habe ich hier praktisch einen Qualitätsplus 2 drin. Gehe ich dann darüber und tue mir das rein. Ja, und dann habe ich jetzt schon plus 3. Habt ihr das gesehen, wie es geht? Ja. Also müsst ihr gucken, dass ihr Schmuck plus 2 jetzt bekommt, ja? Und das werde ich auch länger behalten, ja, das Ding. Dann muss ich mir nämlich hier keins mehr erklicken. Das finde ich gut, ja. Aber was kommt denn da jetzt noch? Hier haben wir einen Endgegner.
Ein Int-Gegner. Also ich wollte mal, genau, ich wollte mal so einschauen, ob es wirklich so ist. Mal langsam machen. Oh. Ah, sehen wir. Total, seht ihr das? Total der grafische Fehler. Oh. Habe ich ja richtig Erfahrung bekommen durch die Geil. Aha. Jetzt bin ich wieder glücklich. Schauen wir mal kurz an, was die damit anfangen kann. Natürlich ein bisschen unglücklich. 715. Aber richtig schön rechts raus. Hat richtig Wumms. Und 12 statt 11. Komm. Weg damit und her damit. Das finde ich gut. Die Umrüsterei mit den Sockeln. Es ist so. Es zieht so viel Pilze. Es ist einfach verrückt. Was käme denn als nächstes Jahr? Auch wieder nicht stärker. Okay, Geschick. Geschickgegner sind ja noch fieser. Geschickgegner im Turm sozusagen. Ja. In diesen Begleiter-Dungeons. Die sind richtig böse. Guck mal an. Schnell weg. Aber schauen wir mal, ob jetzt vielleicht sowas besser geht. 324. Da schaut mal. Das sind die. Oh, ho, ho, ho. Ho, ho. Was haben wir hier? Goldbonus plus 10% pro Abenteuer. Oh, ist das fett. Alle Attribute. Auf. Vielleicht gebe ich die dem hier. Oh, der hat aber ein schönes. Na gut, behalten tue ich es mir mal auf jeden Fall. Weil damit kann ich ja auch questen. Es ist ja auch so, dass ich damit questen kann. Aber ausrüsten tue ich die praktisch gar bei niemandem. Aber das ist nicht schlecht. Plus 12. Ja. Aber kann es jetzt sein, dass doch noch der Turm geht? Ja? Ein paar Versuche auf dem Turm. Weil die Kunigunde jetzt so eine schöne Waffe hat. Der ist 364, der Kerl. Also wenn es so ähnlich ist wie in den anderen Etagen, weiß man halt nicht. Weil die halt so komische Sachen gemacht haben, dass die zwar keine Angriff haben, aber so wahnsinnig viel Ausdauer. Sowas haben sie ja auch reinprogrammiert. Der geht einfach immer noch nicht. Doch, kein Happy End. Naja, aber es ist immer der nächste Dungeon-Gegner, ist immer der schwerste. Es ist einfach so, ja. Ist wie im Fußball, sagen sie doch auch immer so. Der nächste Gegner ist das, was zählt. Alles andere ist schon Vergangenheit. Ja, nee, die lassen wir. Der ist einfach gemein. Aber das ist schon super genial. Also, ja, sensationell. Da muss ich eigentlich schon... ich bin doch ein Vollhorst. Ein Vollhorst. Schaut euch das an, was ich schon wieder vergessen habe. Ja. Wenn ich schon levele, dann kann ich auch gefälligst das richtig machen. Ja. Mensch, Meier, vielleicht geht er jetzt. Geronimo! Angriff! Auf den Bären. Die Bären sind los. Aber bei sehe ich den eigentlich ganz gerne. Das ist ein schnuckliger Turmgegner. Ein hübsches Kerlchen. Aber... Das geht so gemein. Das geht einfach nicht. Das ist gemein. Ja, aber trotzdem ganz hübsch, was hier passiert ist. Aber was war eigentlich der als nächstes? Nee, das war auch... Genau, das ist auch ein Geschickgegner. Das ist gemein. Der ist böse. Der ist böse. Und der hier ist auch böse. Oh, das sind die... Die schauen auch noch gleich aus, die zwei Kerle. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Na, schnell weg hier. Genau, also. Aber ich bin ganz zufrieden. Also, vor allem, wo ich sehr zufrieden bin, ist das mit dem Ding hier. Plus 2, das ist sehr gut. Da muss ich mir das nicht mehr herpilzen. Und rein theoretisch brauche ich jetzt nur noch ein Plus 2 Teil irgendwo, was ich anlegen kann. Und dann bin ich schon durch. Dann kann ich schon mir schöne Sachen suchen. Und plus 10 Abenteuer kann ich praktisch hier, also rein theoretisch könnte ich jetzt auch sagen, dann nehme ich das da oben hin. Gold. Also ich werde auf jeden Fall, und dann suche ich mir praktisch, wenn ich das als Kette habe, pass mal auf, ich mache das ja immer so. Also wenn die Kette weg ist, dann ist das ja praktisch so. 3, 4, 6, 8, genau.
Und dann kann ich jetzt eins von den Teilen praktisch in Erfahrung finden und dann ist wieder gut. Ja. Genau. So ist die Idee, was man alles checkt. Und die kann ich ja eigentlich jetzt wirklich schon kaputt hauen. Genau. Also ein Erfahrungsteil brauche ich, das wäre jetzt praktisch hier im Waffenladen. Aber wenn ich da jetzt schon das schon mache, dann mache ich es schon richtig, oder? Immerhin mit zwei. Qualität. Oh, da kommt so ein Ding. Das ist so teuer. Okay, dann hole ich mir das jetzt noch nicht. Mir zu teuer. Besser ist ja, man kriegt dann Epic für den Begleiter. Ein Schmuck ist besser. Gold plus 7, willst du mich verarschen? Das ist ja gar nichts. Irgendein Erfahrungsteil. Mit Pilzen allerdings. Das ist einfach nicht so viel Gold. Schau mal hin. Warum ist denn das so? Geht wirklich noch von 7 bis 10% Qualität von Gegenständen plus 2. Schon wieder, aber schon wieder nur Gold. Kostet schon wieder Gold. Widerstand gegen alles. Nicht schlecht. Runen. Ja genau, jetzt kommt der Erfahrungsbonus. Nein, den habe ich ja schon. Schuhe habe ich schon Erfahrungs. Also ich brauche wirklich hier entweder Helm, Gürtel oder Rüstung. Die Rüstung plus 9%. Habe ich ja auch schon. Ah. Das, ihr seht halt, was ich meine. Es ist halt einfach viel günstiger, praktisch jetzt so einen Schuh zu kaufen. Als einen für fast 1 Million. Rüstung. Oh, Lebensenergie. Widerstand gegen alles. Nichts dabei. Ah, da ist er, genau. Den kaufen wir jetzt praktisch, der ist noch einigermaßen günstig. Dann nehmen wir den hier rein. Und gut, da verlieren wir halt den Stein, das ist halt so. Da muss man aber aufpassen, man verliert auch wirklich viel Gold. Ich glaube, ich mache das nicht mehr, dass ich da Steine reintue. Ich war so ein bisschen am Anfang so eine Denke, so nach dem Motto, oh, wie viel kann ich den verkaufen? Das ist auch fast nichts wert, also den anzulegen. Ob man das auch schon, das heißt, ich verkaufe den wirklich. Ich behalte ihn noch. Genau, also Erfahrung praktisch habe ich jetzt hier bekommen, das ist jetzt so. Also so ist immer meine Denke, ja. Dass ich praktisch, hier ist alles Erfahrung, 2, 4, 6, 8, 10 und dann Gold 9, genau. Wo war jetzt mein anderes Goldding? Wo ich das jetzt hin? Bin ich jetzt? Ah ja, genau, Gold. Achso, das war das Gold, ich hätte das andere nehmen müssen, aber genau, so ist die Idee. Ist ja wurscht. Also ich habe gedacht, ich hätte das 2% da reingetan. Aber das hat die Tante. Also mit dem hätte ich jetzt praktisch hier blättern sollen. Ne? Das ist aber nicht schlimm, weil es kam eh kein Epic, aber das wäre jetzt ein Fail gewesen. So war es eigentlich gedacht, zum Blättern jetzt. Und nicht den Gold. Quatsch, aber genau, jetzt habe ich mein Gold, mein 10. Also so werde ich es auch lassen, somit so kann ich schön questen. Ja. Das ist doch ganz schick. Genau. 2, 4, 6, 8, 10 und genau, 9 und 10 sind 19 und 9 sind 20, genau. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das wird dann schon langsam. Jetzt kriege ich Post. Post. Genau, 13:30 ist gut. Haben wir auch schon die Antwort bekommen. Ja, so ein bisschen bin ich noch ein bisschen verwirrt. Ja, aber 273. Wir könnten auch auf 274 machen, aber das mache ich jetzt nicht. Also hier, im Wirbelstürmchen ist noch was drin und ah, die sind auch nicht schlecht. Aber da müsste ich praktisch wirklich die Begleiter neu ausrüsten und dann auch wirklich hoch spielen. Ja. 273. Ist nicht schlecht. Gefällt mir ganz gut. Das Level. Ach ja, genau. Und dann kann man sich überlegen, ob man wirklich, wenn man am Ende, am Sonntag praktisch frisch neu ausgerüstet ist mit den Epics,
dass man dann, abgesehen davon, ein bisschen langsamer macht, das wird dann wahrscheinlich wirklich so sein, weil so viele Dungeons gibt es dann auch wieder nicht. Ich finde es ja eh schon gut, dass ich jetzt hier nach einem Monat noch schon so schön spielen kann. Aber es gibt dann einen anderen Char, der dann wirklich wieder interessant wird, das ist nämlich der hier, auf S15. Und den werde ich tatsächlich auch schön ausrüsten, da kann man auch mal ein bisschen sowas machen. Okay. Blöd, blöd, blöd. Doof, 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 doof. Ja, da werde ich mir neue Epics holen. Auf dem Char. Verwehren ist auch durch. Aber schon wieder so ein langes Video wollte ich gar nicht machen. Wenn alle Tavernen sind jetzt gerade fertig. Also, Tavernen, sag ich schon, alle Stadtwachen. Blüm, 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 blüm. Schauen wir uns alle nicht an, die Kämpfe. Demnächst in diesem Kino sozusagen, ja. Wenn ich gar nichts mehr zeigen kann, dann zeige ich euch das. Ja. Ja. Aber ich werde wahrscheinlich auch relativ viel Arena-Manager zeigen, kann ich mir gut vorstellen. Weil ich finde das witzig. Ich habe es jetzt auch geschafft, dass alle so relativ synchron sind. Pass mal auf. Auch ziemlich stolz drauf, dass ich endlich hinbekommen habe. Es versaut auch im Prinzip ein Timing kurzfristig, aber jetzt ist es wirklich so, seht ihr, sind alle wichtigen Chars, alle vier sind synchron, ja. Und der, ja, ich weiß nicht, was mit dem ist. Ein 40er, ja. Das weiß ich noch nicht. Ja. Da geht noch nicht viel, ja, aber Taverne ist auch fertig. Schau ich nochmal ein bisschen vom Sammelalbum. Ja, genau, das wollte ich euch schnell zeigen. Sammelalbum 57,25%. Seit 4 Tagen. Schlag mich fest. Also 57,25%. Jetzt passt mal auf. Man kann auch seine eigenen Mates hier. Ja. 56,65. Oh, was ist los mit dir? Genau, ich habe schon überlegt, ob Dorsa mir praktisch erlaubt, 24 Stunden seinen Char zu sitten. Aber wahrscheinlich geht es gegen sein Ding, weil dann kann er, weil ich habe echt gerade überlegt, wenn ich da ein bisschen reinpilze, dann hast du richtig Spaß mit dem Char. Oh, das wäre eine lustige Sache. Ich glaube, das wäre lustig, ja? Mit Dorza zu pilzen. Frag ihn doch mal, ja? Sag ihm mal, Dreamscape würde gerne Dorsa sitten für 24 Stunden, also dieses legale Sitten, also wenn es noch so ist, ich glaube, das ist ja noch erlaubt. Genau, da hätte ich Lust drauf. Sammelalbum machen, so ein Dorsa Special. Und da würde ich praktisch auch mal mit Avatar spielen, oder? Das ist ja, ist so. Ja. Das wäre lustig. Hätte ich Bock drauf, ja. Könnt ihr ihn ja mal belabern in den Kommentaren auf seinem Channel. Ja, ich frage ihn auch mal direkt, aber ja, fangt ihr mal an. Dann sage ich, ja, wie schon gesagt in dem Video. Ja. Dreamscape würde gerne dort sitzen. Ja. Aber wahrscheinlich hat er hier ein Projekt laufen und sagt, ja, geht nur so und so viel Pilze aus. Pilzspendbare Pilze, so und so viel. Ja. Kann sein, aber da habe ich Lust drauf. Aber vielleicht schaffen auch ein paar Raids mehr, wenn dort ja, an Paul Terra vorbeischwebt. Irgendwie so. Weiß ich nicht. Okay. Jetzt sind wir hier wieder durch, würde ich sagen, oder? Also, ich kann euch nur raten. Wirklich. Ist also, weil es halt reinkam, erkundigt euch wirklich auch alternativ über Impfen. Ja, über Impfschäden, Spätfolgen. Ja, also, ich weiß nicht, ob ihr mit Heilpraktikern zu tun habt, aber ihr könnt wirklich nicht nur mit Ärzten reden, weil Ärzte lernen wirklich, das sind die auswendig Meisterlerner, die lernen nur das, was praktisch tatsächlich ihnen vorgegeben wird. Ja? Das ist aus meiner Sicht hochmanipulativ. Ihr erfahrt von Ärzten nichts über Ernährung. Nichts. Vor allem nichts Richtiges. Ja?
Es ist dramatischer. Es ist Wahnsinn, was da abgeht, ja. Und also. Wir kommen in eine neue Zeit und es wird neue Heilmethoden geben, ja. Und wir werden wegkommen von chemischen Keulen, die einen nur behandeln und einen nicht heilen. Aber das wissen schon so viele. Und mit vielen Leuten, mit denen ich rede, die wissen, ja, Pharmaindustrie ist übel, aber die Pharmaindustrie zahlt ja die Studien, die zahlt die wissenschaftlichen Ergebnisse, ja. Sind die Tabletten, die wir uns einschmeißen, ja. Und ganz vieles könnten wir jetzt wirklich sparen über Ernährung. Kann ich euch nur raten, schaut euch mal so einen Film an wie What the Health, ja. Gibt es, glaube ich, auf Netflix, ja. Oder zum Beispiel The Game Changers, eher für Sportler. Krass, ja. Davon erfahrt ihr nichts. Also bei What the Health ist es am deutlichsten, weil da ist es wirklich so, dass der auch noch beweist, dass all die Organisationen, die sich offiziell um gesunde Ernährung kümmern oder um Gesundheit, sind abhängig von der Fleischindustrie. Die haben aber kein Interesse, dass wir wissen, dass praktisch der Verzehr von tierische Nahrungsmittel nicht gesund ist. Ja. Kann man schon mal machen für den Geschmack. Aber man muss auch wissen, dass es nicht gesund ist. Ja, also ich will niemanden da ins Gebet nehmen, aber ja, das sind halt so Sachen, wo es ganz deutlich ist. Also eine Freundin von mir, anders. Eine Freundin von mir ist relativ spät noch Mama geworden, also mit, die war schon 40. Ja, also wenn du jemals das Video siehst, liebe Sabine, ich grüße dich ganz herzlich. Kann ich auch machen, weil die ist mit mir auf Facebook nicht befreundet, deswegen kann ich das machen. Hat dann ein Kind bekommen und die hat im Prinzip schon ganz klein Neurodermitis bekommen, ganz schlimm. Und die haben durchgeheult, sie hat nicht schlafen können, es war Terror pur, Terror. Ja? Und vom Pontius zu Pilatus gerannt, von den Ärzten, niemand hat geholfen. Dann hat sie im Internet recherchiert, ja? Und das ist eine wahre Geschichte, hat sie im Internet recherchiert. Und hat herausgefunden, da gibt es eine Schwarzkümmelölkur. Nach 3 Wochen war es weg. Sie geht zum Arzt, schaut mal hin, was ich gemacht habe. Interessiert die nicht. Es interessiert die nicht. Ja? Es ist nicht so, dass sie da daraus lernen, aus den Erfahrungen ihrer Kunden sozusagen, ja. Nicht wie andere Menschen, sondern sagen, es steht in meinem Buch und ich muss das machen. Was ist da passiert, ist mir egal, steht nicht in meinem Buch. Ja, also Bretter, 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 Bretter. Gibt natürlich auch schon viele Ärzte, die sich auch kümmern. Also habt ihr ja mitbekommen, wenn es um Corona geht, da gibt es ganz viele Ärzte. Ist auch wieder alles Verschwörungstheoretiker, ja. Wo kommen die denn her? Ja? Also alles Flacherdler. Die sagen, hey, mit Coronavirus stimmt was nicht. Ja, das ist nicht so, wie er sagt. Gibt es spannende Studien. Ja. Aber die werden natürlich von den Massenmedien platt gemacht. Die werden sagen, oh, das ist alles Verrückte, ja. Die Websites werden zum Teil aus dem Internet genommen. Unfassbar. Also es ist ein Informationskrieg, der hier stattfindet. Das muss euch immer klar sein, ja. Das ist Wahnsinn. Ja, und alles, um diese Corona, aus meiner Sicht, Corona-Lüge einfach aufrechtzuerhalten. Ja? Also das Virus mag es schon geben, aber es ist dann einfach nicht so tödlich, wie uns gesagt wird. Es ist es nicht wert, ja, die ganze Menschheit einzusperren, ja. Also, ja? Ist es einfach nicht wert, ja. Könnte man auch Empfehlungen aus. Und es ist sogar so, in Schweden gibt es ja diese Maßnahme nicht. Es ist so, dass es keine unterschiedliche Statistik gibt in Schweden wie in Deutschland oder in Österreich, wo diese Maßnahmen sehr groß ergriffen wurden. Gibt keinen Unterschied. Ja? Also, da kann man doch mal überlegen, ja. Und jetzt haben wir ab Montag Maskenpflicht in Deutschland. Die gleichen Leute, das ist so genial, die gleichen Leute, die uns gesagt haben, nee, Maskenpflicht brauchen wir nicht. Lockern jetzt. Jetzt kriegen wir wieder Sport und Fußball ab Anfang Mai. Aber jetzt gibt es Maskenpflicht. Und das Schlimme ist halt, in Deutschland musst du die Scheiße auch noch selbst kaufen. Ich habe jetzt für 60 Euro Masken gekauft. Ja, 3 Euro Stück. Ja, weil das, und in Österreich und der Schweiz kriegst du es im Laden. Da gehst du halt hin ohne Maske, kannst du eine Maske holen, kannst im Laden einkaufen gehen. Ja. Hier muss man es selbst kaufen. Ich sag jetzt nicht, was ich jetzt gerade sagen wollte. Ja, aber es ist, ja. All diese Dinge sind einfach genau vor eurer Nase. Hier sind die Dinge, ja. Ja. Und dann... soll ich den auch noch bringen? Nee. Nee, ist ein anderes Video. Ja, aber guckt es euch halt an und dann überlegt euch, die Ärzte, haben jetzt auch andere Meinungen, ja. Also dann ist das nicht so eindeutig. Das sind nicht alle Spinner, ja. Das sind keine Flacherdler, ja. Oder was sie alles...
für komische Sachen denkt. Ja. An die flache Erde denke ich übrigens auch nicht. Das die halte ich wirklich für kurios. Aber gibt's Leute, die glauben daran. Ja. Die tun auch niemandem weh, sozusagen. Ja. Aber das sind nicht, es gibt keine Schnittmenge. Es ist ja nicht, also eine Schnittmenge mag es geben, aber es ist nicht, alle Impfgegner sind Flacherdler, sozusagen. Ja. Und andere Dinge, die sind halt sehr real, aber die werdet ihr noch rausfinden. Ja. Und deswegen bin ich ja hier. Also, wenn Dinge rauskommen, die ihr auch rausfindet oder die vielleicht auch dann tatsächlich in den Medien da sind, dann könnt ihr hier einschalten. Dann bin ich da und erkläre es euch. Ja. Und dann bringe ich euch auch den Frieden, der auch wichtig ist, weil ihr werdet merken, dass ihr sehr viel belogen worden seid. Ja. Dafür bin ich dann da, um euch da ein bisschen zu beruhigen, ja, dass es alles nicht so schlimm ist, ja, und dass das auch anderen Leuten schon bekannt war, aber ums Besserwissen geht es ja nicht, sondern es geht wirklich darum, dass wir da nicht ausflippen, sondern dass wir weiterhin in der Mitte bleiben und einfach akzeptieren, dass es halt so ist. Wir kommen halt aus einer sehr dunklen Zeit und kommen jetzt in eine sehr lichtvolle Zeit, und ja, da bin ich sozusagen derjenige, der es vermitteln darf, ja, weil ich halt seit 2006 mich mit diesen Dingen beschäftige. Manche machen das schon länger, schon nochmal 10 Jahre länger, aber mittlerweile, also immer wenn ich gesagt habe, oh, ich bin erst seit 2006 dabei, ja, so ein bisschen was wirklich über die Hintergründe zu wissen. Ja, mittlerweile ist hier schon 2020, also mittlerweile bin ich ja schon alter Hase sozusagen. Ja, also sind auf jeden Fall schon 15 Jahre, würde ich sagen, so ungefähr. Ja, ja, finde ich ganz gut. Ja, Leute, das ist es jetzt mit dem Video gewesen. Es war mir eine Freude, wieder für euch da zu sein. Mach mal Abfahrt, oder? Ich mag ja das neue alte Video lieber. Deswegen hiermit mache ich endlich wieder mit schön was den Menschen am Glück. Bis dann. Ciao. Gibt's nicht. Hey Leute, hier sind wir wieder im Skype, und zwar mit Hinton und mit Mel, mein Star. Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Kiste kommt, und er so, oh. Vergiss es. Kommt noch? Nein, mit der letzten Quest kriege ich den Datenschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es, es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht.